Okay, genau. Also, mein Name ist Klaus Krogmann. Für ein paar von Ihnen, die den LogMeIn nicht sagt, wir waren früher Citrix. Citrix gibt weiterhin. Wir heißen in Karlsruhe seit 2 Monaten so, machen aber grundsätzlich ganz viel von dem, was wir vorher gemacht haben, weiter. Wo geht es in der nächsten Dreiviertelstunde grob drum? Es geht um Teamentwicklung. Das heißt, wir haben Best Practices zusammengetragen, die gegliedert, und wir schauen, dass wir möglichst viel vermitteln können in Ihre Richtung, und Sie können sich am Ende dann quasi wie aus so einem Bausatz heraussuchen, okay, was sind Ideen, was könnte auch bei uns funktionieren, um dann besser zu werden. Und mit mir dabei ist Daniel Rödler ist mein Name, herzlich willkommen auch von meiner Seite zu später Stunde. Auch ich arbeite bei LogMeIn. So, jetzt haben wir es. Ich bin seit ungefähr 10 Jahren bei der Firma und entsprechend wie die Firma davor hieß, und momentan zuständig für ein Team. Davor waren das noch andere Teamkonstellationen, und das Steckenpferd ist so ein bisschen die Agilität. So. Mhm. Unser Vortrag dreht sich um Teamentwicklung. Warum? Die Industrie, die Softwareindustrie im Besonderen, die entwickelt sich wahnsinnig schnell. Und da kann man eigentlich jeden Tag Neuerungen beobachten, und die Innovationszyklen dabei werden auch immer kürzer. Und das ist ein sehr interessanter Zustand, und er birgt aber auch Risiken, wenn man nicht so ausgerichtet ist mit seiner Firma, dass man diese Geschwindigkeit mitgehen kann. Dann ist das gegebenenfalls problematisch. Dann entwickelt sich vielleicht die Firma nicht ganz so, wie man sich das vorstellt. Die birgt aber auch Chancen. Wenn man so ausgerichtet ist, dass man das mitgehen kann, dann kann man den Markt mitgestalten. Und wir bei LogMeIn glauben, dass die Innovationskraft und die Produktivität von den Teams ausgeht. Wir sind eine Softwareentwicklungsfirma, wir haben Softwareentwicklungsteams. Und hier, die stehen im Zentrum von unserer Innovationskraft und von unserer Produktivität. Und deswegen glauben wir, dass es sehr rentabel ist, in die Teamentwicklung zu investieren. Wenn man sich die Teamentwicklung selber anschaut und versucht, so ein bisschen so eine Analogie zu machen, dann habe ich hier versucht, den Softwarekünstler darzustellen, der so in der Analogie zum Automobilbau seinen Bugatti selber gebaut hat. Das stimmt wahrscheinlich nicht ganz vom Bild her, aber es soll auf jeden Fall diese Situation darstellen, wo man hauptsächlich eine Person hat, die sich um sehr viele Aspekte oder um alle Aspekte hauptsächlich kümmert und an der so alles hängt. Das ist eine Weile her, dass man so gearbeitet hat, aber das gab es durchaus. Eine etwas weitere Aufteilung dann, wenn die Projekte komplexer werden, ist, dass man eine Arbeitsteilung hatte. Das heißt, die Hauptdisziplinen, das heißt die Softwareentwicklung, die Qualitätssicherung und den Betrieb, werden von einzelnen Abteilungen gemacht. Das heißt, man hat eine Softwareentwicklungsabteilung, eine QA-Abteilung, eine Betriebsabteilung. Das ist hier ein bisschen symbolisiert durch die Fließbandfertigung bei Ford. Ford hat hier auch für kleinste Arbeitsschritte eigene Teams, die den ganzen Tag nichts anderes machen, außer genau das. Und das Problem dabei ist, dass es viele Reibungsverluste gibt. Der nächste Schritt ist, dass man Teams baut, dass man versucht, Ende zu Ende Software zu entwickeln, so weit wie möglich. In der Automobilbranche ist das weitestgehend umgesetzt, zum Beispiel in der Fertigung hier. Wir gehen davon aus, dass das ist, wo wir auch hinwollen, beziehungsweise wo wir stehen. Und darauf basiert der Vortrag. Genau. Wenn wir so viel über Teams reden, bitte Hände hoch, wenn es die Definition heute schon mal gab und die irgendwie wie so ein Kotelett beginnt zu wachsen am Ohr, würde ich Bescheid sagen. Was ist ein Team aus unserer Sicht? Also erste Abgrenzung, ein Team ist ungleich einer Gruppe. Da gibt es andere Kriterien, die dafür gelten müssen. Dazu gehört zum Beispiel, dass man als Team an gemeinsamen Themen arbeitet. Also es kann gemeinsame Arbeit sein, es können gemeinsame Projekte sein, etc. Es geht weiter, man arbeitet nicht nur an den gleichen Sachen, sondern man verfolgt dabei auch die gleichen Ziele, also nicht sich 100% widersprechende Ziele, also nochmal eine weitere Verschärfung für Teamarbeit. Teams helfen sich auch zusätzlich gegenseitig, also vielleicht auf einer persönlichen Ebene. Auf jeden Fall, das ist sozusagen die Mindestkriterie oder das Mindestkriterium, mindestens auf der fachlichen Ebene. Es geht dann weiter, und das passt ganz gut zu dem, was wir vorhin gesehen hatten bei dem Automobilbild. Es geht darum, Ende zu Ende Probleme zu lösen. Das ist auch unser Anspruch an Teams, dass die nicht irgendwie kleinteilig arbeiten und ständig externe Abhängigkeiten haben, sondern im Team aus sich heraus Probleme lösen können. Und dann geht es noch weiter. Dann kommen wir nämlich genau zu solchen Effekten, die wir gerne haben wollen, nämlich sowas wie Synergien, die im Team entstehen. Also dieses schöne mehr als die Summe der Teile. Genau das kommt an der Stelle herein. Und wenn man dann weiterschaut, cross-funktional, also letztes Jahr haben wir speziell nur über cross-funktionale Teams geredet, hier auf dem Entwicklertag,
im Team sollen sich die Fähigkeiten ergänzen. Das ist auch hier die Erwartung im Team. Und zum Schluss, Team ist nicht automatisch dann ein Team, wenn sie gleiche Ziele verfolgen etc. Munter ad hoc zusammengeschmissen werden, das ist dann immer noch kein Team, sondern es braucht auch eine gewisse Mindesteingewöhnungsphase. Und da werden wir jetzt gleich noch ein bisschen stärker auch drauf schauen, durch was für Phasen, das wird für einige vielleicht nicht neu sein, durch welche Phasen so ein typisches Team durchgeht. Und dann werden wir sehen, wo welche Möglichkeiten besonders wertvoll sind. Was noch dazu hinaus ein wichtiges Merkmal eines Teams ist, das sieht man hier nicht drauf und das ist keine zwingende Anforderung, wenn die Leute abends gemeinsam ein Bier trinken gehen oder ein Wasser oder was sie auch immer wollen, sich gegenseitig in der Freizeit helfen, dann ist es ein guter Indikator dafür, dass man tatsächlich ein Team vorliegen hat. Und das machen sie freiwillig, das sollte man vielleicht noch ergänzen. Also nicht nur, weil es eine Einladung vom Arbeitgeber gibt und die Leute jetzt zusammensitzen wollen müssen. Wir werden für den weiteren Vortrag das sogenannte Tuckman-Modell nutzen. Wir werden es kurz erklären für diejenigen, die es noch nicht kennengelernt haben. Vielleicht mal kurz Hände hoch. Wer kennt den Tuckman? Das ist eine perfekte Voraussetzung. Also alle die anderen, wir gehen noch kurz drüber, aber es wird nicht im Kern stehen, jetzt irgendwie den Tuckman perfekt durchzudeklinieren. Am Anfang des Tuckman-Modells, weil wir es halt als Gliederung nutzen, erkläre ich es trotzdem kurz, steht immer ein Event. Das kann sowas sein wie, es gibt ein neues Produkt, es gibt ein neues Projekt, es gibt irgendwelche Restrukturierungsmaßnahmen etc. Also irgendwas, was auf ein Team einwirkt, sodass es in der Situation ist, sich verändern zu müssen. Dann gibt es die erste Phase, die nennt sich Forming. Es gibt dann noch Storming, Norming und Performing. Da geht es vor allen Dingen darum, es gibt Einzelkämpfer, Individuen, die arbeiten, aber vom Team ist man an der Stelle noch weit entfernt. Und es gibt noch nicht mal eine Klarheit darüber, welche Rollen denn überhaupt in dem später erwachsenen Team vorhanden sein werden oder sollen. Menschen sind in dieser Phase mit gemischten Gefühlen unterwegs, werden wir gleich nochmal sehen. Danach gibt es die Storming-Phase, ist vor allen Dingen eine Konfliktphase, eine Reibungsphase. Leute sind vor allen Dingen besonders unglücklich, also in irgendeine Situation gestartet, in der sie sich nicht wohlfühlen, dann wird es auf einmal noch schlechter. Und die Idee von diesem Tuckman-Modell ist genau, dass danach aber auch einen Aufschwung gibt, nämlich in der Norming-Phase, da findet man erste Übereinstimmung, da findet man erste Möglichkeiten, wie man zusammenarbeiten möchte, legt sich auf gewisse Regeln fest. Das sind genau Kernmerkmale dann in Norming. Und dann sind wir im Bereich Performing, das ist also das, wo wir ganz klar hinwollen, da wo das Team wirklich funktioniert, wo mehr als die Summe der Teile auch vorliegt und wir genau die Teameffizienz auch haben an der Stelle. Und an der Stelle ist das Team zum Beispiel in der Lage, autonom aus sich heraus an sie gestellte Aufgaben, die das Team erfüllen soll, regulär auch zu bearbeiten und sehr gut zu erarbeiten. Und da hat man dann auch an der Stelle zufriedene Mitarbeiter. Wenn man reinschaut, in der Forming-Phase, was sind so typische Elemente, die man dann darin sieht? Man muss die neuen Kollegen überhaupt erst kennenlernen. Es gibt auf jeden Fall Unsicherheit, weil neues Projekt, neues Team, andere Kollegen, wie sind die denn überhaupt? Das kann man vorher nicht wissen und das ist eine normale Reaktion, die an der Stelle da ist. Ja, defensives Verhalten, mindestens die Aussage, wir werden langsam sein. Wahrscheinlich ist das Team sogar langsam. Also genau diese ganzen Effekte außen drumherum. Was wir jetzt für die Forming-Phase zeigen, das wird sich jetzt im weiteren Verlauf des Vortrags durchziehen, sind immer Best Practices, das heißt nicht, dass die exklusiv in dieser Phase beheimatet sind, das möchte ich nochmal betonen, die können auch anderswo stattfinden, aber wir haben halt geschaut, wo passen sie vielleicht besonders gut hin, wo macht es Sinn, sie einzuführen, dass man entsprechend auch nach dem Grad der Teamentwicklung, je nachdem, wo man sich befindet, die passenden Sachen an der Hand hat. Genau, gehen wir weiter. Genau. Die Forming-Phase fängt für uns ein bisschen vor der Forming-Phase an. Die kann man nämlich, das Gesamtergebnis kann man nämlich dadurch beeinflussen, wie man sein Team zusammenstellt. Und wir haben über die Jahre da diverse Erfahrungen gemacht und da haben sich bei uns Muster rausgebildet und die Muster möchte ich kurz ansprechen. Wir haben zum Beispiel Situationen gehabt, in denen hatten wir einzelne Personen im Team oder eine einzelne Person im Team, die sehr dominant war. Das ist dargestellt durch den großen Kreis. Also jeder Kreis ist eine Person und das stellt so ein bisschen das Gefüge in dem Team dar, dieses Diagramm. Und die Eigenschaft von dieser Person ist, dass die im Zentrum steht, dass die alle Aufmerksamkeit auf sich zieht, dass die alles regelt, alles machen kann, dass die quasi so dieser Superhero in diesem Team drin ist. Der Nachteil von dieser Situation ist, die außenrum, die Leute, die können sich nicht richtig entfalten. Die werden dementsprechend ein bisschen unzufrieden sein. Das gibt so ein Lemming-Verhalten. Das heißt, wenn dieser Superheld nicht da ist, dann wird nichts funktionieren in dem Team. Die Leute verlassen sich darauf, dass da die Entscheidungen getroffen werden und wir haben eine ziemlich ungünstige Situation im Gesamten.
Andere Konstellationen sind, wenn sich im Team Subgruppen bilden. Das heißt, wenn Teile vom Team ganz nett zusammenarbeiten und andere Teile vom Team irgendwie nicht nett zusammenarbeiten, außen vor sind. Gründe hiervon können sein, dass Leute vielleicht die Geschwindigkeit vom Team nicht mitgehen können oder dass Leute zu sehr verhaftet sind in dem, was sie tun und damit ein Spezialistentum haben oder dass die Projekte ganz ungünstig in dem Team sind, sodass man immer einen braucht, der irgendwas anderes macht als der Rest. Das sind aber auf jeden Fall Teams, die dann auch maximal mittelmäßig sein können, unserer Erfahrung nach. Was wir haben wollen, ist ein balanciertes Team. Das ist natürlich der Idealzustand. Das heißt, wir haben zwar unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Charakteren und unterschiedlichen Fähigkeiten, die arbeiten aber als Team zusammen. Das heißt, es gibt nicht denjenigen, der raussticht, sondern die ergänzen sich gegenseitig und arbeiten zusammen. Die Frage ist, wie kann man da hinkommen? Und da gibt es jetzt natürlich ganz einfach die Möglichkeit, dass man seine Leute coacht. Das ist besonders dann natürlich interessant, weil man kann nicht jedes Mal ein komplett neues Team aus Wunschkandidaten zusammenstellen. Das heißt, das Coaching ist wichtig. Es fängt aber einen Schritt vorher auch an, den kann man gut einbeziehen. Da haben wir relativ stark rein investiert bei LogMeIn. Das ist, dass wir die Interviews, die Job-Interviews so gestalten, dass wir darauf achten, dass wir die richtigen Soft-Skills einstellen. Die Philosophie ist ein bisschen, wenn jemand die richtigen Soft-Skills mitbringt, dann kann er nahezu alles lernen. Natürlich gibt es davor noch überprüfen wir, damit er schon die Fähigkeiten mitbringt, klar. Aber die Soft Skills sind entscheidend und dann kann man die Leute viel leichter in die Teams reinbringen. Wenn das gar nicht klappt, partout, die Fehler hatten wir auch, dann ist man gut damit beraten, dass man sich überlegt, was kann man denn mit den Personen weitermachen. Gibt es vielleicht ein anderes Team, wo die besser reinpassen? Gibt es vielleicht eine andere Rolle, eine andere Aufgabe? Also wir haben auch schon Aufgaben, wir haben schon Aufgaben definiert, beziehungsweise Rollen definiert, um solchen Fällen entgegenzukommen, sage ich mal. Und ansonsten sind aber manchmal auch unpopuläre Entscheidungen, die einen dann weiterbringen, sage ich mal, damit man zu besseren Teams kommt, weil das insgesamt dann einen besseren Effekt für die Firma und die Abteilung hat. Genau, das ist ein wichtiger Schritt. Der steht eigentlich davor und danach fängt das Forming an, weil dann hat man die Gruppe zusammengestellt. Das heißt, hier kann man schon viel richtig machen, damit der Rest gut läuft. Jetzt habe ich hier noch einen anderen Graph, der ist dem Spotify-Modell entnommen. Hier haben wir einen Graph, der auf der einen Achse anzeigt das Alignment und auf der anderen Seite anzeigt die Autonomie. Alignment ist die Ausrichtung, das heißt, weiß ich als Team, als Person, wo wir hingehen. Und die Autonomie ist so ein bisschen das, was wir dem Team zutrauen. Trauen wir dem Team zu, dass es Entscheidungen treffen kann? Trauen wir dem Team zu, dass es vernünftig arbeiten kann, auch wenn wir nicht alles vorgeben als Management? Und diesen Graph kann man in Quadranten unterteilen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was die jeweiligen Bereiche sind. Also wenn wir kein Alignment haben und keine Autonomie, das heißt, wir sagen unseren Leuten nicht, wo es hingehen soll. Und wir haben aber auch kein Vertrauen, dass sie was können. Das heißt, wir bauen solche unsichtbaren Zäune, die die Leute nicht sehen, über die sie dann drüber fliegen und versuchen dann punktuell steuernd einzugreifen. Dann ist das ziemlich ungünstig. Das macht die Leute unglücklich und das ist nicht sehr produktiv und ja, das ist ein ungünstiges Beispiel. Wenn wir das Alignment hochsetzen, aber die Autonomie immer noch gering lassen, dann kommen wir in diesen Micromanagement-Bereich. Das ist eine Situation, bei der es den Manager gibt und der Manager plant genau, was jedes Teammitglied wann wie zu tun hat, damit ein Ergebnis rauskommt. Man hat damit eine schöne Abhängigkeit auf den Manager, der wird dann ganz schnell zum Bottleneck und die Leute, die dort arbeiten, sind auch unglücklich, weil ihnen nichts zugetraut wird. Man kann es daran erkennen, dass es sehr viele Rückfragen immer zum Manager gibt, wann mache ich was. Das ist also eigentlich auch eine ungünstige Konstellation. Wenn wir jetzt das andere Extrem nehmen, das heißt, wir trauen den Leuten ganz, ganz, ganz arg viel zu, aber wir sagen ihnen nicht, wo wir hinwollen. Was passiert dann? Die Leute sind glücklich, die Leute arbeiten viel und wir hoffen, dass sie am Richtigen arbeiten. Das heißt, das ist für den Team-Output insgesamt ist das auch suboptimal. Wo wir eigentlich hinwollen, ist dieser grüne Klecks hier oben. Das heißt, wir haben ein hohes Alignment und wir haben eine hohe Autonomie. Jetzt ist es natürlich so, dass es hier natürlich auch unterschiedliche Ausprägungen gibt. Wenn ein Team neu zusammenkommt, dann sind wir nicht gleich ganz rechts oben, sondern dann sind wir vielleicht Mitte oben oder so. Das heißt, am Anfang ist natürlich schon eine gewisse Führung notwendig, damit das Team funktionieren kann. Aber mit der Zeit wird es dann immer autonomer. Und der Punkt ist mehr, dass wir erklären, was wir wollen und das Team rausfindet, wie es das umsetzen kann und das dann entsprechend zuliefert. Und dann haben wir einen sehr produktiven Zustand. Und wenn wir ein neues Team bauen, dann gehen wir davon aus, dass wir hoffentlich Mitte oben irgendwo anfangen. Das heißt, am Anfang ist eine Menge Coaching notwendig.
Und dieses Prinzip, was gedanklich dahinter steht, ist, dass wir zuhören und verstehen, was das Team umtreibt, was die einzelnen Leute im Team umtreibt. Das ist also ein großer Teil. Wir hören zu, wir versuchen, das Team zu verstehen. Dann gibt es einen etwas kleineren Bereich, das ist Kommunikation. Das heißt, wir erklären, wo wir hinwollen. Und erst dann, ziemlich viel später, kommt der Aspekt, dass wir eingreifen, wenn was nicht funktioniert. Das heißt, dass wir korrigierende Maßnahmen vornehmen. Und auf dem Weg gibt es eine Menge Vertrauen erstmal. Das erfordert allerdings auch Geduld. Und dann kann sich das Team in diese Richtung entwickeln. Und wir laufen nicht Gefahr, dass wir entweder in diesen wir trauen dem Team nichts zu Bereich reinfallen, links oben, oder in den rechts unteren Bereich. Mittel, um das zu machen, sind Sprint-Commitments. Die sind ganz kurz, ganz knapp, das heißt 2 Wochen. Da hat man eine große Klarheit, was passiert. Wenn man weiter rausgeht, helfen Missionen, Visionen, Strategien, Roadmap, solche Geschichten helfen dann, damit man weiter rausgeht. Von der Perspektive her. Okay. Genau, ganz andere, ziemlich naheliegende und in vielen Unternehmen auch verbreitete Variante sind Dashboards. Sprich, an der Stelle, wir wollen Transparenz herstellen, Transparenz für mehrere Ebenen. Man kann auch über verschiedene Ebenen von Dashboards sprechen. Wir reden hier an der Stelle erstmal über das Team-Dashboard, weil heute geht es darum, Feedback in Richtung des Teams zu geben. Früh einführbar, relativ geringer Overhead, so wie hier oben auf dem Foto abgebildet, kann das Ganze dann zum Beispiel aussehen. Da können aber auch zum Beispiel Ziele draufstehen. Also woran arbeiten wir? Was sind High-Level-Ziele an der Stelle? Am Ende ist es ein Werkzeug für Selbstorganisation. Das heißt also, es hängt sehr stark am Team selbst, was es gerne jederzeit präsent hat, um die eigene Arbeit zu strukturieren. Was kann da beispielsweise drauf sein? Also das Team ist im Zentrum angebracht, nicht ohne Grund. Das kann sein, dass man sich für was Technisches interessiert. Also es gibt zum Beispiel ein Performance-Problem an der technischen Infrastruktur und das Ziel des Teams ist es, die Antwortzeiten zu senken. Dann kann es sein, dass man einfach über den zeitlichen Verlauf misst, was liefern die Performance-Regressionstests, was liefert das Live-System an Antwortzeit und macht das sichtbar. Weil offenbar arbeitet das Team daran, das hat eine gewisse Priorität. Andere Variante, wir rollen gerade ein Werkzeug aus, ein Produkt aus oder wir haben ein Bestandsprodukt, was am Markt etabliert ist und wir beobachten, wie die Kunden auf das eigene Produkt reagieren. Warum soll sich das Team nicht zurückspielen lassen, was es an Beiträgen liefert, wie die Kunden darauf reagieren? Das kann aber auch genauso zum Beispiel Kundenzufriedenheit sein. Also wenn wir massives Problem mit Kundenzufriedenheit haben oder wir darüber besser werden wollen und es ein Teamziel ist, die Kundenzufriedenheit über gut funktionierende, stabil funktionierende Software zu steigern, dann ist es genau das, was man darauf als Rückmeldung unterbringen kann. Anderes Beispiel. High-Level-Ziele, das können irgendwelche übergeordneten, sprintübergreifenden Ziele sein, die man gerne verfolgen möchte. Sind wir da auf dem richtigen Weg? Was haben wir erreicht? Einfache Rückmeldung. Oder auch wieder was Technisches. SonarQube, an der Stelle einfach mal so ein Rating abstrahiert dargestellt. Mit welchen Komponenten sind wir denn überhaupt wie gut unterwegs, wenn es darum geht, interne Softwarequalität vernünftig zu machen. Das Wichtige bei all dem ist, das Team entscheidet, was da drauf ist. Weil wir reden über Team-Dashboards. Es mag andere Dashboards geben, gegen die auch ein Team auch durchaus mal gemessen werden kann, aber an der Stelle kommen dort die Informationen zusammen, die das Team selbst braucht, um sich selbst optimal zu organisieren. Fassen wir nochmal zusammen, was wir im Forming gesehen hatten. Das waren 3 Elemente. Das eine ist, wir fangen an, bevor es losgeht, nämlich mit dem Team-Setup. Nummer 2 war, das passende Team-Alignment, sehr viel auch Erwartungshaltung zu formulieren, um Richtungsvorgaben machen zu können. Und das 3. Element, was wir gesehen haben, sind an der Stelle die Team-Dashboards. Das ist die 1. Phase. Es geht weiter in der Storming-Phase. Die Phasen sind nicht alle gleich lang. Also die Forming-Phase kann ein paar Wochen dauern. Es kann aber sein, dass die Storming-Phase nahezu unendlich anzuhalten scheint. Vielleicht muss man an der Stelle auch nachjustieren, aber da gibt es keine festen Zeitlinien, von denen man strikt ausgehen kann. Was man im Storming, im Tuckman-Modell hört, ist sowas häufig wie, ich fühle mich vom Team abgehängt. Es gibt andere Leute, die offenbar in Teilbereichen stärker sind als ich selbst. Ich habe also noch meine Rolle im Team vielleicht auch nicht gefunden, wo ich die guten Beiträge fürs Team liefern kann. Also sehr viel zurückgespielt, auch auf die Individuen im Team drin. Überhaupt das Reinwerfen in Teamarbeit kann für einige eine Herausforderung sein, wenn sie vorher vielleicht eher so ein dominierendes Verhalten und ich lebe am Team vorbei gewohnt waren. Dann hat man aber vielleicht vorher schon Sachen falsch gemacht. Auf jeden Fall verschiedene Arbeitsstile, das können die ganz klassischen Codierrichtlinien sein.
also nutze ich jetzt Tabs oder Leertasten? Eine tolle Diskussion, die in ganz vielen Teams beginnt. Wenn diese Diskussion da ist, dann ist man vielleicht auch, oder das ist ein Indikator davon, dass man ein Teil einer Storming-Phase gerade durchlebt. Tool-Auswahl etc. Also schöne, einfache Indikatoren, okay, da wird gerade gestormt und das Team muss sich erstmal finden, wie kodiert werden soll, damit auch der Pull-Request dann tatsächlich irgendwie zum Beispiel durchgeht. Es geht auch um Verantwortlichkeiten. Also jeder möchte seine Verantwortlichkeiten, seine Rolle finden. Das muss man den Leuten zugestehen. Wie man die schneidet, werden wir gleich aber auch nochmal sehen oder wie man das unterstützen kann. Gut, Set Expectations. Wir gehen also wieder mit Erwartungen in die Phase rein, machen keine engen, also super strikten, engen und sehr konkreten Rahmenbedingungen, aber wir machen ein paar Spielregeln sozusagen, die wir von extern aufstellen. Dazu gehört zum Beispiel, wir wollen keine Spezialisten haben. Das heißt also, eine Person, die im Urlaub ist, die krank ist, die das Unternehmen wechselt, wie auch immer, von der darf das Team nicht abhängig sein. Das ist eine Erwartung an das Team. Wenn es eine bestimmte Aufgabe gibt, die nur eine Person ausfüllen kann, dann ist etwas schiefgelaufen. Andere Variante ist, wir wollen keinen exklusiv einer Person gehörenden Quellcode haben. Wenn das der Fall ist, ist wieder was schiefgelaufen, also müsste man an der Stelle arbeiten. Der Code gehört dem Team und Rollen grundsätzlich sind auch immer in der Teamhand und nicht in der Hand von einzelnen Personen. Wer hat ähnliche Prinzipien bei sich im Team, in der Firma? Vielleicht mal kurz Hand hoch. Okay. Nicht mehr ganz so viele wie vorhin beim Tuckman, vielleicht gerade ein Diskussionspunkt. Vorschlag nochmal an der Stelle, RACI-Schema. Also RACI ist die Abkürzung für Responsibilities, Accountabilities, Consulted, Informed, kennt man vielleicht, um sich zu organisieren. Das ist ein Vorschlag, ein Mittel zu sagen, okay, vielleicht sind da Verantwortlichkeiten an ein paar Stellen nicht so richtig klar. Das heißt, wir machen klar, welche Aufgaben liegen eigentlich im Team, welche Rollen sehen wir im Team. Und wer ist was für was ausführungsverantwortlich? Wer muss für was den Kopf hinhalten? Kopf hinhalten ist accountable, ausführungsverantwortlich ist responsible. Wer soll für was einbezogen werden? Das kann auch mal eine teamexterne Person sein. Wer wird über Entscheidungen etc. informiert? Einfach um das gerade zu rücken, das muss man, wenn es schief läuft, ist das eine riesengroße Excel-Tabelle etc., dann ist was schief gelaufen, dann sind die Aufgaben zu fein. Das muss kompakt bleiben, sonst ist an der Stelle mit diesem Hilfsmittel etwas schief gelaufen. Und dann sollte das Ziel sein, dass man klare Verantwortlichkeiten, also die A's, genau bei einer Rolle hat. Und ein Team, was sich weiterentwickelt, da gibt es sehr viele geteilte Rollen und vielleicht gar nicht so eine sehr feingranulare Unterscheidung. Und am Ende sieht es vielleicht so aus, als würde das Team für alles verantwortlich sein, an allem sehr vielen Arbeiten, was es selbst entscheiden kann. Dann ist es nämlich ein gut ausgeprägtes RACI-Schema, weil nämlich das Team wirklich die Verantwortung hat zu arbeiten. So, was uns in der Storming-Phase hilft, sind unsere Agile-Coaches. Also wir glauben fest daran, dass die uns weiterbringen in dieser schwierigen Zeit. Und das ist schon so, dass man in dieser Zeit auch Teams verlieren kann. Also dass die Teams es nicht schaffen, aus dieser Storming-Phase rauszukommen. Was ich jetzt hier auf der rechten Seite abgetragen habe, das ist so ein bisschen der Fokus von dem, vom Agile-Coach über die Zeit hinweg. Und es gibt auch hier Phasen, wie sich das entwickelt, die könnte man so ein Stück weit mit den Tuckman-Phasen übereinlegen, also, aber das ist nicht hundertprozentig deckungsgleich. Und, aber in dieser zweiten Phase, das könnte so dieser Storming-Phase entsprechen, da ist auf jeden Fall der Fokus vom Scrum Master ganz stark auf das Team und auf den Product Owner und es geht wirklich darum, dass die Differenzen im Team versucht werden zu klären. Das ist vielleicht erwähnenswert. Das liegt nicht ausschließlich beim Scrum Master oder beim Agile Coach. Also wenn das nicht funktioniert oder wenn das Team trotzdem danach nicht funktioniert, dann heißt das nicht unbedingt, dass der Agile Coach versagt hat, sondern dann kann das auch daran liegen, dass man zum Beispiel das Team falsch zusammengestellt hat. Das heißt, wenn man Charaktere in seinem Team drin hat, mit denen das einfach nicht funktioniert, dann wird auch der Agile Coach hier wenig richten können. Aber er kann deutlich dazu beitragen, dass man diese Phase überwindet. Wenn man das noch ein bisschen, die anderen Phasen kurz beleuchtet, dann stellt man fest, dass und das ist eigentlich eine sehr angenehme Feststellung, dass irgendwann der Agile Coach zu einem kommt, wenn man diese Storming-Phase verlassen hat und sagt, ich weiß gar nicht so recht, was ich jetzt noch mit dem Team machen soll, das funktioniert ja alles so gut. Super. Das ist dann der Zeitpunkt, wo sich der Fokus vom Agile Coach mehr aus den Inner-Team-Geschichten rausbewegt und mehr in die Organisation reinbewegt. Das heißt, wir sind jetzt an dem Zeitpunkt, dass wir uns gucken können, zum einen, wie arbeitet das Team? Also was für Entwicklungstechniken wendet das Team an und man kann ernsthafterweise anfangen, hier tolle Entwicklungstechniken einzuführen
Und auf der anderen Seite kann man dazu beitragen, dass die Firma an sich agiler wird. Das heißt, der Fokus bewegt sich raus aus dem direkten Team und mehr in die Organisation rein. Und was kann man machen, damit die Gesamtorganisation effizienter wird? Genau. Das ist der Squad Health Check. Ich glaube, einige von euch haben den wahrscheinlich heute Morgen schon gehört. Der Philipp hat darüber schon gesprochen. Deswegen würde ich das nur ganz kurz anreißen wollen. Es geht hier darum, eine subjektive Einschätzung vom Team zu gewissen Kriterien abzuholen. Was mir ganz wichtig ist bei diesem Squad Health Check, wenn man diese Einschätzung abgeholt hat, dann bilden sich solche Hotspot Areas raus. Und die negativen sind genauso wichtig wie die positiven. Das heißt, wenn man die Situation hat, dass man zum Beispiel feststellt, das war bei uns der Fall, oh, wir haben eine ganz tolle Codequalität, das Team ist super zufrieden damit, und man hat dann eine Handvoll andere Sachen, die negativ sind, an denen man was verbessern kann, und man lässt dann so ein bisschen diese Codequalität-Aspekte und sowas außer Acht oder auch andere positive Aspekte, dann kann das sein, dass man beim nächsten Mal feststellt, oh, jetzt ist es gar nicht mehr so gut. Und wenn man dann sich überlegt, wir haben Fortschritte in ein paar Gebieten gemacht und Rückschritte in anderen Gebieten, dann ist das Ergebnis davon, naja, dass es gar nicht so richtig zielgerichtet war und dass wir insgesamt gar nicht besser geworden sind. Deswegen ganz wichtig, auch die positiven Aspekte beleuchten. Ich komme nachher nochmal auf ein Beispiel zurück, wo wir das gemacht haben. Bin ich da noch? Gut. Okay. Storming-Phase, also die Erwartungen setzen. Die Agile Coaches helfen, ungemein. Und der Squad Health Check kann ein Mittel sein, damit man tatsächlich im Team feststellt, wie das Team selber Dinge bewertet und darauf Action-Items ableitet, wie man mit dem Team arbeiten kann. Das war also das Storming. Jetzt sind wir eine Phase weiter und kommen in das Norming hinein. Also das Team normalisiert sich sozusagen, es wird arbeitsfähig, es fühlt sich viel besser an. Die Leute sind tatsächlich an der Stelle glücklicher. Typische Beobachtung zu diesem Zeitpunkt sind, man stellt fest, hoffentlich die Teammitglieder sind in der Lage, ihre Konflikte, Differenzen beizulegen. Die werden oder sind in der Lage, konstruktives Feedback zu formulieren, weil sie nämlich eine Idee haben, wo sie eigentlich hinwollen und nicht nur permanent rummörgeln, in Anführungsstrichen. Es gibt ein Commitment auf die Teamziele und Stronger Commitment heißt nicht nur, dass die vielleicht besser eingehalten werden, sondern dass sich das Team auch auf einmal mehr zutraut, wenn man jetzt klassischerweise vielleicht in Storypoints sieht, relativ Storypoints innerhalb des Teams, dann gibt es da vielleicht auch mehr Zutrauen, dass dann auch der Arbeitsumfang sozusagen zunimmt pro Sprint. In der Phase drin, spätestens da, gerne viel früher natürlich, also es muss eine Definition of Done geben, sonst sind wir zumindest nicht im Scrum-Umfeld unterwegs, klar. Aber wir nutzen die Definition of Done ganz aktiv zum Arbeiten. Deshalb ist auf der rechten Seite dargestellt, also Definition of Done hier in der Mitte. Es gibt immer Bereiche, die nicht von einer Definition of Done abgedeckt sind. Das ist dieser rote Bereich da unten. Das ist auch okay. Also die Definition of Done kann ich beliebig viel enthalten, weil es ist ein Bereich, den muss ich als Mensch manuell ganz häufig prüfen. Wir haben darüber hinaus noch Sachen, die vielleicht ursprünglich mal in der Definition of Done waren, in den Automatisierungsbereich reingetragen. Das heißt also, bestimmte Kriterien kann ich auch automatisiert prüfen. Was wir dann machen, und das ist wieder so ein Entwicklungsschritt, hier drin ist, zu Beginn habe ich ein Team, das hat vielleicht ziemlich viel nicht abgedeckt, tatsächlich, hat hoffentlich darauf aber eine einigermaßen schlanke Definition of Done, die aber die elementaren Baustellen des Teams adressiert und vielleicht einen ganz kleinen Teil automatisiert. Kann auch sein, dass die Automatisierung nur ist, ich kriege nichts Unit-getestetes tatsächlich irgendwie auf dem Master drauf. Wenn das dem Team hilft in der Definition of Done, dann ist genau das Element, was da reingehört. Und dann gibt es die Evolution, das heißt, ich ziehe Elemente nach aus dem, was ich nicht abgedeckt habe. Also zum Beispiel, sagen wir mal, Performance-Regressionstests waren vorher kein Thema für das Team, das war einfach zu weit weg. Das hatte Probleme mit Unit-Tests. Dann ist das ein Schritt, den ich vielleicht genau aus dem nicht abgedeckten Bereich in die Definition of Done reinziehen kann. Weil die Definition of Done aber nicht beliebig wachsen kann, muss ich auf der anderen Seite auch bereit sein, Sachen in den Schritt in Richtung Automatisierung zu ziehen. Unit-Test-Abdeckung habe ich gerade schon mal genannt. Wenn wir SonarQube vorhin als Beispiel hatten, dann wäre das vielleicht ein anderes. Das heißt also interne Codequalität, einfach eine ergänzende Unterstützung, vielleicht im Pull-Request integriert, wie auch immer. Habe ich noch eine Rückmeldung in Richtung des Teams, eine automatisierte Rückmeldung und habe auf einmal nicht die Teamkapazität gesprengt, sondern schaffe es, viel mehr hineinzukriegen. Und so kann man sich entsprechend auch vorstellen, wir kriegen immer weiter was rein und damit, das ist hier oben mit diesem Symbol angedeutet, bekommen wir auch eine viel bessere Build-Pipeline hin. Das heißt also, die Build-Pipeline wächst, der Automatisierungsgrad wächst, wie deployed wird, hoffentlich dann irgendwann nicht mehr händisch
Das wächst Stück für Stück und ich kann mich in der Definition oft dann auf die wirklich harten Kernelemente konzentrieren. Das heißt, aktive Arbeit mit der Definition of Done ist ein Kernmerkmal an der Stelle. Schauen, dass man die auch ambitioniert wählt, die Definition of Done, sie natürlich nicht reißt und da kein Gewöhnungseffekt an der Stelle eintritt. Dass man kontinuierlich daran arbeitet, die auch wirklich zu erfüllen. Und man wird nur dann in den Performing-Bereich auch auf diese Abbildung kommen, wenn man sich um die Automatisierung wirklich kümmert. Ansonsten wird man nicht in diesen Bereich hineinkommen. Das ist der eine Bereich. Was kann man noch machen? Learning Day. Also, sprich Freiraum zum Arbeiten. Ganz, ganz einfaches Mittel. Damit sind wir nicht in der Forming-Phase gestartet, weil das ist vielleicht nicht der Fokus. Da muss ich das Team erstmal finden und viel innen drin arbeiten. Aber in der Norming-Phase spätestens kann man einsteigen. Und das kann sowas sein wie, hier sind mal ein paar Formate, wie wir die bei uns benennen. Die mögen an anderen Stellen anders heißen. Also Lunch and Learn heißt so viel wie Essen und Lernen gleichzeitig. Brownback Session heißt, ich bringe mein Essen von zu Hause mit und wir essen zusammen und lernen dabei was. Buchclub kann sein, okay, es gibt einfach ein Buch, das man gemeinsam durcharbeiten möchte. Man berichtet sich gegenseitig zum Beispiel kapitelweise, was man gelesen hat an interessanten Erkenntnissen, tauscht sich aus und verfestigt dadurch das Wissen oder klärt auch gerade unklare Stellen. Es können Konferenzen sein, Hallo Entwicklertag, genau, sowas kann es auch zum Beispiel sein. Es kann auch sowas wie ein Hackweek sein, das heißt also in unserem Fall eine Woche lang Vollzeit daran arbeiten, irgendwas zu machen, was irgendwas mit den Firmenzielen zu tun haben könnte, aber was auf keiner Agenda draufsteht. Und wenn es ist, das haben die Kollegen letztes Jahr gebastelt, den Best Balloon Award dafür gewonnen, immer wenn es laut wurde im Büro, stieg der gasgefüllte Luftballon auf, schöner Arduino dahinter programmiert, das kann auch ein Hackweek-Projekt an der Stelle sein, das macht Spaß und das erweitert vor allen Dingen den Horizont an der Stelle. Oder klassisches Mittel-Mob-Programming, haben wir, glaube ich, heute auch schon was zugehört. Kennt jemand sowas wie eine Hackweek bei sich in der Firma? Vielleicht mal kurz Hände hoch. Ja. Also heißt manchmal anders, manchmal heißt es Hackathon, variiert. Das ist eine ganze Woche an der Stelle, genau. Ausschließlich, ja. Ausschließlich, 100%. Es sei denn, es brennt wirklich was, da muss man das Feuer löschen, aber nur dann. Und es wird aber niemand gezwungen, teilzunehmen, sollte ich vielleicht mal dazu sagen. Okay, also Freiräume schaffen, hier die Merkformel sozusagen da drauf. Ansonsten kann man nicht lernen. Genau. Ja. Kaizen-Story, also es geht um kontinuierliche Verbesserung. Was ich vorher gemeint habe mit dem Scott-Half-Check, was dort rausgefallen ist, war das Beispiel mit der Codequalität. Wir haben daraufhin bei uns im Team Sprint Planning Acceptance Criteria festgelegt. Das ist jetzt vielleicht nicht so gängig, was das sein soll. Das Team hat festgelegt in dem Fall, was auf jeden Fall in einem Sprint drin sein soll. Und zwar aus Sicht des Teams. Und die Idee war, dass wir sowas wie Codequalität, die hohe Codequalität erhalten können. Das heißt, wir haben darüber nachgedacht, was führt denn dazu, dass wir eine hohe Codequalität haben? Und haben dann beschlossen, naja, wir investieren Zeit da rein, technische Schulden abzubauen, regelmäßig. Und dann haben wir eine ganz einfache Liste aufgestellt, in der jetzt für das Team drinsteht. Wir machen in jedem Sprint was, was die technischen Schulden reduziert. Wir machen in jedem Sprint was, was das Deployment vereinfacht. Wir kümmern uns in jedem Sprint ein bisschen um Security. Das fällt nämlich gerne hinten runter. Und wir machen auch was, damit spannend bleibt, was das Team noch nie davor gemacht hat. Und das steht bei uns im Wiki und jedes Mal, wenn wir Planning machen, gucken wir da drauf und checken, ob wir tatsächlich alle diese Items im Sprint drin haben. Und das hilft uns dabei, Items nicht aus dem Sprint rauszuschmeißen. Das ist ein ganz, ganz einfaches Mittel. Und weil wir uns dann darauf konzentriert haben, dass wir immer was machen, was das Team noch nicht davor gemacht hat, haben wir jetzt ein neues Item drin, was festhält, dass wir auch was machen, was das Team schon mal gemacht hat. Wir sind ein bisschen in diese Situation gekommen, dass wir sehr viel Neues gemacht haben und das Team immer am Lernen war. Genau, also das war sehr erfolgreich bei uns. Wir haben gesehen, die Definition of Done, das heißt, wir bewegen Dinge aus dem manuellen Bereich der Definition of Done in die Automatisierung rein, das hilft uns weiter. Wir räumen Zeit ein, zum Beispiel durch den Learning-Tag, also einen Tag, der zwischen den Sprints liegt, der alle zwei Wochen fest stattfindet, zwischen den Sprints liegt, in dem die Teams machen können, was sie wollen. Und wir haben solche Dinge wie diese Kaizen-Story oder die Sprint-Acceptance-Criteria, die uns helfen, dass wir tatsächlich auch die guten Dinge bei uns im Sprint oder im Team erhalten. Dann kommt die Performing-Phase. Die ist schön. Hier fängt das Team an, dass es tatsächlich die Ziele regelmäßig erreicht. Und was bei uns ganz häufig passiert, das Team übertrifft die Ziele.
Und das ist mal richtig cool. Das sind dann immer noch ein paar mehr Items im Sprint, als sie sich vorher drauf committed haben. Und das waren ohnehin schon viele drin. Und sowas ist richtig cool. Und dann kann man auch schön mit dem Team arbeiten, dass es sich weiterentwickelt, dass wir tatsächlich andere neue Methodiken einführen, wie das Team arbeitet. Zum Beispiel haben wir kürzlich eingeführt, dass wir bei der statischen Code-Analyse Quality Gates haben. Das heißt, es gibt ein großes Regelset und nur wenn diese Regeln alle erfüllt sind auf neuem Code, dann kann der Build stattfinden und dann das Deployment stattfinden. Ansonsten bricht das, da sind wir relativ stolz drauf. Genau. Was man allerdings auch feststellt, das ist so dann der Punkt, wo der Scrum Master sagt, oh, ich weiß nicht, was ich mit dem Team machen soll, das funktioniert alles so gut. Hier kommt jetzt die größte Änderung von außen. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie spielen Teams zusammen? Wie können wir die Zusammenarbeit zwischen den Teams optimieren? Ein Schritt bei uns war Dev, Test, Ops. Dev, Test, Ops fasst die drei großen Disziplinen zusammen, Entwicklung, Test und also Qualitätssicherung und Betrieb. Und es kommt natürlich darauf an, wo die Firma steht. Wenn man das eh schon großflächig ausgerollt hat und das ein Standard ist, dann hilft einem das, dann ist man an dem Punkt schon. Wir haben halt irgendwann damit angefangen und hatten das davor nicht. Und das hat bei uns zu einem deutlichen Produktivitätssprung geführt, weil wir eben die Reibung zwischen den einzelnen Bereichen reduzieren konnten. Und zum Beispiel für das Deployment, momentan dauert bei uns ein Live-Deployment 17 Minuten und das ist schon mal ziemlich cool. Und das war davor deutlich, deutlich länger. Also das hat wahnsinnig was gebracht, dass wir das gemacht haben. Gleichzeitig ist es ein Beispiel dazu, wie die Company insgesamt agiler wird, weil wir jetzt die Barrieren zwischen Abteilungen aufheben und hier auch ein kultureller Wandel stattfindet an der Stelle. Das ist also nichts mehr, was man nur im Team erreichen kann, sondern man geht tatsächlich aus diesem Teamkontext raus. Genau. Es sind viele Teamorganisationsmöglichkeiten und auf dieser Folie zusammengefasst ist, wenn man so möchte, so ein strukturiertes Vorgehen, um Best Practices in Teams reinzugehen. Das können technische Best Practices sein, das kann aber auch was Organisatorisches sein. Erste Dimension hier drauf, Teamorganisation, Strategie, Roadmap, Rapid Feedback etc. Gehe ich nicht alles im Detail durch. Was da drunter liegt, sind, wenn man so möchte, in jeder dieser Kategorien verschiedene Entwicklungsschritte. Und was man sich vorstellen muss, das haben wir entsprechend vorliegen, bei uns intern, aber auch im Grunde genommen nur von Kollegen erarbeitet, nur in Anführungsstrichen, weil nicht eingekauft, sondern einfach nur eine Reflexion, was machen wir drumherum an Best Practices. Jedes dieser Zellen hier, zum Beispiel für Baseline, enthält eine Sammlung von Best Practices, die also auf den Reifegrad eines Teams zugeschnitten bestimmte Maßnahmen enthalten. Also nicht, hier ist die Weltformel und baut sie doch bitte mal um, sondern heruntergebrochen auf das, was man wirklich gerne haben möchte und braucht. Es kann sowas sein am Anfang wie, es gibt einen Scrum Master und es gibt eine definierte PO-Rolle, was ganz Elementares, und Akzeptanzkriterien sind an der Stelle definiert. Es kann weitergehen über, wir machen mit unseren Kunden zusammen Testerlebnisse in Anführungsstrichen, also die Kunden sind eingebunden in Testaktivitäten. Es kann sein, dass man im Advanced-Bereich sich produktübergreifend zum Beispiel eine Architektur aus dem Architekturbereich teilt und die nicht immer wieder neu erfindet, um da eine Effizienzgewinn hinbekommen zu können. Das kann aber auch im Optimized-Bereich zum Beispiel sein, okay, wir haben eine Deployment-Pipeline, die kontinuierlich arbeiten kann und da muss niemand mehr manuell eingeben. Die ist also, wir vertrauen der so stark, wir wissen, dass da kein Müll auf unsere Kunden losgelassen werden kann und wer selbst dann wissen wir noch Bescheid, dass wir da zurückrollen können, Risiken mitigieren können, dann sind wir im Bereich Optimized unterwegs. Also jede dieser Zellen ist, wenn man so möchte, hier sind jetzt nur exemplarisch welche herausgegriffen, ist tatsächlich am Ende gefüllt. Jetzt kann man da oben noch versuchen, ein paar Schulnoten jetzt in verschiedenen Farben ranzuhängen und versuchen, das Ganze in Richtung des Teams auch zurückzuspiegeln. Also das ist zum einen irgendwas, was transparent ist für die Teams. Die haben einen Katalog, wo sie sehen, okay, wir stehen an einer bestimmten Position, so eine Art Self-Assessment dahinter und was sind die nächsten möglichen Schritte, die ich als Teamentwicklung gehen kann. Also das da kann man selbst auswählen und wie in so einem Geschäft quasi sich Elemente rausziehen, aber man bekommt halt nicht irgendwie den Rolls-Royce angeboten, wenn man sich in dem Moment nur den, was sage ich, Einfachwagen kaufen kann. Genau. Schritt weiter, wir liefern auch an der Stelle etwas anders geschnitten hier drumherum. Zurück, wie reif ist ein Team? Wie reif ist ein Team bezogen auf den Firmendurchschnitt? Und das kann auch sein, dass man für bestimmte Teams dann sogar Vorgaben macht und sagt, okay, wir haben Erwartungen, wie Security, Application Security Engineering Practices umgesetzt werden sollen. Das kann aber auch sein, dass wir Ideen haben, was für Mindestmaß eigentlich wollen wir haben an Test- und Verifikationstechniken.
dadurch, dass unten drunter liegend ein Satz von Best Practices ist, kann sich das Team dann eine Menge quasi rausziehen und versuchen dann in diesem Bereich sich weiterzuentwickeln. Es geht immer wieder darum, dem Team was vor die Nase zu halten, Weiterentwicklung wirklich zu ermöglichen und zu fördern und dafür auch den richtigen Input zu liefern. Genau, was anderes, was wir eingeführt haben, was auch auf diese Inter-Team-Kommunikation geht, das sind Chapter oder Gilden oder Arbeitsgruppen, die teamübergreifend sind. Und bei uns ist das so, zumindest im Plattformbereich, dass wir Repräsentanten aus verschiedenen Teams haben zu verschiedenen Themen. Also ein Chapter kann sich zum Beispiel um die Agilität kümmern oder auch um die Architektur oder um Entwicklungsthemen oder um Enablement. Und die Idee hier ist, dass wir die Leute zusammenbringen, teamübergreifend zusammenbringen und dass wir für ähnliche Probleme danach ähnliche Lösungen haben. Und dass wir somit eben den Austausch zwischen den Teams hinkriegen und die Reibung zwischen den Teams reduzieren können. Das ist die Idee hiervon. Das haben wir relativ neu bei uns eingeführt. Ich bin mal gespannt, wie gut es dann funktioniert. So, bis jetzt fühlt es sich gut an. Gut, Performing. Also Test, 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 Ops bringt viel. Cross-funktionale Teams in dem Zusammenhang. Das hat einen Riesensprung gemacht. Die Reifegrade, die Teamreifegrade mit den Best Practices geben schönes Hilfsmittel, wie man ein Team gezielt weiterentwickeln kann. Das kann man dann auch abtragen auf solchen Graphen und kann sich dann ein Bild verschaffen, um dem Team Feedback zu geben, wie das aussieht. Und diese Chapter oder teamübergreifenden Arbeitsgruppen können helfen, damit man die Kommunikation zwischen den Teams stärkt. Genau, die Takeaways. Wir glauben, dass die Teams im Mittelpunkt stehen. Deswegen investieren wir in die Teams. Deswegen sind uns die so wichtig. Dass die Teamentwicklung kann letzten Endes in allen Phasen unterstützt werden. Es gibt unterschiedliche Werkzeuge oder die sind zu unterschiedlichen Zeiten besser geeignet als in anderen, aber man kann sie in allen Bereichen unterstützen. Ganz wichtig dabei, dieses Listen, Communicate, Exchange, in dem Verständnis, dass wir ganz viel zuhören und wenig regulierend eingreifen, aber viel kommunizieren, um klarzumachen, wo wir hinwollen, warum wir dahin wollen, um das Verständnis zu erzeugen. Wichtig ist, dass wir den Teams Feedback geben und auch die Teams auffordern, dass sie lernen. Das bringt aber nur was, wenn man den Teams auch Raum einräumt zum Lernen. Deswegen Learning Day und solche Sachen. Und viele von den Sachen, die wir gesehen haben, sind ganz einfach zu implementieren. Das heißt, jeder, der in der Lage ist, der kann damit quasi heute anfangen. Dankeschön.